Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Also die Nummer, die die SPD hier abgezogen hat, unseren Antrag in den Ausschuss zu überweisen, da kann ich ja nur an Frau Cibora appellieren. Also diese Nummer lassen Sie, könnten Sie bitte lassen, weil einfach Anträge, die hier, also unser Antrag, eine besondere Aktualität hat, weil Samstag ist ja die Demonstration, und einfach in den Ausschuss zu versenken und dann nie wieder es zu behandeln, das kennen wir zu Genüge. Das können Sie bitte lassen. Meine Damen und Herren, jeder Mensch hat das Recht, über sich selbst bestimmen zu können. Jeder Mensch hat das Recht, über seinen eigenen Körper selbst zu bestimmen. Jeder Mensch hat das Recht, zu lieben, wen er oder sie lieben will. Das sind basale Rechte. Rechte, für die wir lange genug gekämpft haben. Rechte, die niemand hier im Raum, auch Sie nicht, Frau Cibora, Sie haben sich ständig widersprochen, so denke ich, einem Menschen absprechen will. Diese Rechte bilden gewissermaßen das Fundament unserer Gesellschaft. Sexuelle Selbstbestimmung ist das Recht, über den eigenen Körper entscheiden zu können. Es ist in der Tat ein hart erkämpftes Recht, das nach wie vor für alle Frauen auf dieser ganzen Welt gelten muss. Und gerade deshalb darf niemand, aber auch niemand, Frauen dieses elementare Recht absprechen. Auch nicht die sogenannten Lebensschützer, meine Damen und Herren. Jedes Jahr um den 20. September herum marschieren selbsternannte Lebensschützer unter dem Motto Marsch für das Leben zum Bundeskanzleramt. Sie fordern die Beschränkung der sexuellen Selbstbestimmung. Sie entmündigen Frauen und entreißen ihnen das Recht, ihre Lebens- und Familienplanung selbstständig durchzuführen und zu können. Sie stigmatisieren Menschen wegen ihrer sexuellen Präferenz. In unserer Gesellschaft, meine Damen und Herren, das geht auch an die CDU, existiert ein humanistisch-demokratischer Konsens. Dieser Konsens erteilt diesen religiösen Fundamentalisten eine klare und deutliche Absage. Egal, wo Sie agieren, im Nahen Osten. Wie bitte? Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten? Nein, lassen Sie mich erst mal fortfahren zum Schluss. Egal, wo Sie agieren, im Nahen Osten, in Amerika, in Europa, die Radikalität und auch die Aggressivität dieser radikalen Abtreibungsgegner sind erschreckend. Die selbsternannten Lebensschützer greifen Ärzte, Ärztinnen sowie Beratungseinrichtungen an. Sie schüchtern Menschen ein, die Frauen helfen wollen. Dabei machen sie vor physischer Gewalt auch nicht Halt. Das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch in Deutschland ist ja, wie wir alle wissen, gesetzlich verankert. Und niemand darf diese Entscheidungsfreiheit über den Körper von Frauen infrage stellen. Auch diese religiösen Fundamentalisten nicht, meine Damen und Herren. Und zur Wahrheit gehört auch, dass zu lange die Gefahr dieser frauenverachtenden Ideologie der sogenannten Lebensschützer ignoriert wurde. Und das muss ein Ende haben. Deswegen haben wir diesen Antrag eingereicht, um hier ein Stoppschild zu setzen, meine Damen und Herren. Solche gewaltbereite Fundamentalisten dürfen kein Podium haben. Vor allem aus den Reihen bekennender Christen sollte hier auch ein Zeichen gesetzt werden, meine Damen und Herren. Denn solche Entmündigung von Frauen hat nichts mit christlicher Nächstenliebe zu tun, meine Damen und Herren von der CDU. Das sollten Sie sich mal auf die Fahne schreiben. Über Jahrhunderte hinweg predigte die Kirche, dass lustvolle Liebe und Sexualität ohne Zeugung eine Sünde wären. Dieses mittelalterliche Menschenbild gehört, ein Glück, mittlerweile in den meisten Teilen Europas der Vergangenheit an. Schwule lesbische Beziehungen werden mehr und mehr von der Gesellschaft, auch von der Kirche, akzeptiert. Die Frau vornehmlich als Gebärerin und Dienerin ihres Mannes zu sehen, entspricht nicht unserer Realität, meine Damen und Herren. Und deshalb darf keine Stigmatisierung von Frauen geben, die ihr Recht auf selbstbestimmte Entscheidung über ihren Körper und ihr Leben in Anspruch nehmen. Mitarbeiterinnen von Schwangerschaftsberatungskonfliktstellen oder Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbruch gemäß diesen gesetzlichen Regelungen vornehmen, dürfen nicht verunglimpft werden, dürfen nicht bedroht werden oder tyrannisiert werden.
Es ist in der Tat an der Zeit, dass das Abgeordnetenhaus den gewalttätigen Fundamentalisten, Abtreibungsgegnern Einhalt gebietet. Die Politik darf sie nicht verharmlosen. Wir müssen uns gemeinsam gegen diesen Fundamentalisten entgegenstellen. Sie haben keinen Platz in unserer weltoffenen, toleranten Stadt wie Berlin. Und deshalb haben wir alle drei Oppositionsfraktionen, ich komme zum Schluss, ja, unsere Initiative als dringlichen Antrag heute eingebracht. Und ich hatte gehofft, dass die SPD und CDU unserem Antrag zustimmen wollen oder zustimmen werden, um diesen religiösen Fundamentalismus in Form der radikalen Abtreibungsgegner eine klare und deutliche Absage zu erteilen.